Ja, hallihallo ihr Lieben, wir sind hier in World of Warcraft, Wrath of the Lich King Classic in Version 343 in Nordend im Scholaser Becken hier, Hügel der Wildherzen beim ältesten Harkek. Nehmt die Quest die Saphirkönigin an, bringt den Stachel der Saphirkönigin zu Schamane Rakyak auf dem Hügel der Wildherzen. Wenn ihr Dalix gebrauchte Kreide verliert, wendet euch an den ältesten Harkek auf dem Hügel der Wildherzen. Wir bekommen ein paar Items. Am meisten Wert hat hier diese Schulterplatte, Schulterstücke, 19 Gold, 34 kriegen wir noch zusätzlich dazu. So. Und dann müssen wir hier runter, um den Stachel zu holen. Beziehungsweise erstmal killen. Müssen wir wahrscheinlich hier so einen Mob. Ja. Ach so, bestimmt hier im Untergrund. Das sieht sehr danach aus, ja. So. Okay, dann machen wir es schlau. Wir stealthen uns rein. Geht halt natürlich als Druide ein bisschen leichter als andere Klassen das haben. Er sagt, wir machen das jetzt so. So, da ist die Saphirkönigin. So. Angriff. Ernst, Inventar ist voll. Ich glaub's ja nicht. Ja. Wenn das Inventar voll ist. Ja, was wirft man jetzt hier weg? Da habe ich natürlich nicht so dran gedacht, dass das passieren könnte. So, nochmal einen Insektenschwarm einfach hier drin gemacht. Dadurch konnte ich den Stachel looten. Dann müssen wir mal darauf achten, dass wir vielleicht mal hier ein bisschen aufräumen, ein bisschen verkaufen. So. Habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber wir haben es ja noch gelöst, das Problem. So, auf dem Weg nach draußen begegnen uns viele böse Viechasse. So, wir sind auf dem Weg zurück. So, jedem das jetzt hier ab bei Hochschaman Rakyak, die Saphirkönigin, Stachel der Saphirkönigin. Die Schulter nehmen wir, 19 Gold 34. Und ich bedanke mich damit fürs Zuschauen. Schaltet gerne wieder ein. Lasst gerne Like und Abo da. Schaltet gerne mal auf meinen Twitch-Kanal. Ist verlinkt im YouTube-Kanal. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.